Hey, hallo, ich begrüße euch. Mein Name ist Markus Bute und ich gebe euch heute in dem Tutorial einige wichtige Infos, wie ihr euer JWallet bei Jeunesse einrichtet, um euch eben im Backoffice eure Provision auszahlen lassen zu können. Alright, ihr loggt euch ins Backoffice ein, das habt ihr mindestens schon einmal getan. Klickt oben bitte in der Menüleiste auf Brieftasche, da öffnet sich dann sofort ein Dropdown-Menü und dort bitte einmal auf Wallet anmelden klicken. In dem Moment öffnet sich dann eine neue Seite mit einer Eingabemaske oder einer Einloggenmaske. Hier könnt ihr euch allerdings noch nicht einloggen, denn ihr habt ja noch kein JWallet-Konto. Das müssen wir einrichten. In dem Moment folgt ihr bitte, Sie haben noch kein Jeunesse Wallet-Konto. Klicken Sie hier. Ich habe euch da mal einen dezenten Pfeil hingemacht, dass ihr seht, wo zu klicken ist. Okay, klickt da drauf und dann könnt ihr euch halt einfach dementsprechend registrieren. Ihr braucht auch nur zwei Daten angeben, einmal einen Benutzernamen und einmal ein Passwort. Hier ist aber bitte darauf zu achten, dass ihr nicht den Benutzernamen nehmen könnt, mit dem ihr auch mit dem ihr euch eingeschrieben habt. Beispielsweise nachname.jeunesseglobal.com. Diesen Nachname, wenn ihr ihn verwendet habt, könnt ihr jetzt hier nicht nutzen. Es muss auf jeden Fall ein anderer Benutzername sein. Bei dem Passwort ist euch da alles freigestellt. Ihr müsst es nur zweimal eingeben, damit halt eben die Schreibweise wirklich kontrolliert wird und ihr nicht aus Versehen einen Fehler gemacht habt, den ich bemerkt, weil alles in Punkten angezeigt wird und ihr speichert das dann ab und könnt euch nicht einloggen, weil ihr einen Fehler gemacht habt. Okay, im nächsten Schritt, ja, herzlichen Glückwunsch, seid ihr schon in eurem JWallet und müsst nur noch wenige Einstellungen machen, aber ihr seid zumindest schon mal drin, das Konto ist eingerichtet. Ihr müsst euch jetzt aber im ersten Schritt einmal ganz kurz euch in der Mitte orientieren. Da sind genau 7 Menüpunkte und ihr klickt bitte als erstes auf behördliche ID hochladen. In dem Moment kommt ihr zum nächsten Fenster und könnt beispielsweise einfach mal ein Foto mit dem Handy vom Perso machen oder den auch gerne auf den Scanner legen und das Foto bitte als JPEG, also keine PDF, einfach mal hochladen, einfach auf Durchsuchen klicken, sucht dann die Datei auf eurem Rechner und im Anschluss einfach auf Upload klicken. Ich habe natürlich einmal oben rechts und natürlich auch bei der Datei Namen geschwärzt, weil es gerade ein Backoffice einer Partnerin ist, die noch kein JWallet hatte. Dementsprechend konnte ich euch das Tutorial aufnehmen und weiter geht's. Im nächsten Schritt müsst ihr einfach nur einmal kurz angeben, welchen Identifizierungstypen ihr ausgewählt habt. Wenn ihr einen Perso hochladet, dann wählt ihr natürlich National Identity Card aus. Habt ihr einen Führerschein oder einen Reisepass ausgewählt, müsst ihr einfach da eine andere Auswahl treffen. Ihr habt eine Datei hochgeladen, dann auf Submit klicken und dann ist das schon hochgeladen und ihr bekommt sofort eine Bestätigung, dass der Upload funktioniert hat. Wunderbar. Kleiner Tipp, wann immer ihr euch wo im Jeunesse Wallet aufhaltet, je nach Inhalt, je nach Volumen auf der Seite, findet ihr immer relativ weit unten Wallet Home in grün. Wenn ihr da draufklickt, kommt ihr immer wieder auf das auf Wallet Home, wo ihr eben wirklich alle Auswahlmenüfenster findet. So, jetzt haben wir das Dokument hochgeladen. Das kann schon mal 1-2 Tage dauern, bis Jeunesse das verifiziert hat. Und dann ist euer Konto da auch freigeschaltet. Was müssen wir als nächstes machen? Ist relativ einfach. Ihr klickt dann einfach mal in der Mitte unten auf EFT-Einstellungen. Und könnt natürlich einige andere Einstellungen machen. Ich gehe mal der Reihe nach. Oben links haben wir ja gesehen, behördliche ID hochladen. Das haben wir getan. Dann in der Mitte links, da könnt ihr draufklicken und einfach eure persönlichen Adressdaten angeben. Also das heißt, ne, Straße und diese üblichen Sachen. Ich habe euch da jetzt keinen Screenshot gemacht, weil das wirklich selbsterklärend ist. So, wir wandern auf die rechte Seite, Account History. Wenn ihr da draufklickt, seht ihr alle Provisionen, die nach Ablauf jeder Provisionswoche euch im JWallet gutgeschrieben wurde und die ihr euch auszahlen lassen könnt. Weiter seht ihr da auch alle Auszahlungen, die bis jetzt getätigt wurden. Dann das Menüfeld darunter, meine Paycard registrieren. Für alle die, die ein Paket, ein Produktpaket gekauft haben, was über dem Basic-Paket ist, da habt ihr eine Paycard dazu mitgeschickt bekommen. Das ist die
die Prepaid-Kreditkarte von Jeunesse selber, nennt sich Paycard. Und mit der Kreditkarte habt ihr halt eben die Möglichkeit, ja, weltweit zu zahlen. Das heißt, ihr könnt am Geldautomat Geld holen, weltweit, ihr könnt in jedem Geschäft damit bezahlen. Ihr könnt aber auch das Autoship damit bezahlen. Ihr müsst nur eines bedenken, diese Karte ist gebührenpflichtig. Sie liegt, meine ich, bei ungefähr 2 € oder $2 im Monat, Monatsgebühr. Aber auch nur, wenn Umsatz drauf ist. Das heißt, ist die Karte bei Null, fallen auch keine Monatsgebühren an. Das nur mal als wertvoller Hinweis, das finde ich ganz toll. Und je nach Buchung fallen dann auch noch mal kleine Gebühren an. Da könnt ihr euch einfach mal die Gebührenliste noch mal durchlesen. Im Menüfeld unten drunter, angefragte Summe, ist es auch relativ einfach. Hier klickt ihr nämlich drauf, wenn ihr euch Geld auszahlen lassen wollt. Das heißt, ihr klickt einfach drauf, könnt dann eine Wunschsumme eintragen in einem Feld. Zum Beispiel $100 oder 500 oder $1000 und könnt dann aber auch, je nachdem, welche Bankverbindung ihr angegeben habt, könnt ihr dann nämlich einfach auswählen, an welches Konto wie viel Geld ausgezahlt wird und an welches Konto. Das könnt ihr im Vorfeld einmal unter EFT-Einstellungen, das ist der Menüfeld, der grüne Punkt in der Mitte unten. Hier könnt ihr einfach Bankverbindung eintragen und ja, dann habt ihr alles gemacht, müsst das nie wieder tun. Und könnt euch, wann immer ihr wollt, Geld auszahlen lassen. Und dann ist das in der Regel eigentlich auch recht zügig da. Eine Sache gibt es zu beachten. Jeunesse checkt einmal in der Woche, ich glaube am Dienstag oder Mittwoch, welche Auszahlungswünsche getätigt wurden. Und wenn ihr dann auf angefragte Summe geht, dann seht ihr einfach entweder ein P oder ein C. P für Pending, das heißt, dass nur eine Bearbeitung ist. Und C für Complete, dass halt einfach die Auszahlung bearbeitet wurde. Und ihr könnt davon ausgehen, dass dann 1, 2 Tage später oder vielleicht mal 3, je nachdem wie Wochenende ist, das Geld auf eurem Konto ist. Ja, das war's zum Jeunesse Wallet. Ihr seht, relativ einfach, aber natürlich, wie immer, muss man sich einmal damit beschäftigt haben. Deswegen ist dieses Tutorial und ich hoffe, ihr habt da ja einen guten Leitfaden, sodass ihr das schnell einrichten könnt und nicht erst rumexperimentiert. Schickt es bitte an eure Downline, an eure Partner, damit die ebenfalls von dieser strukturierten Einführung profitieren und eine Übersicht haben. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und natürlich tierisch viele hohe Auszahlungen.